Prinz Harry und Meghan müssen auf ihrer Pazifikreise nun hin und wieder auch getrennte Wege gehen, so wie im australischen Bundesstaat Queensland, wo Prinz Harry allein die Ureinwohner der Sandinsel Fraser Island besuchte. Seine im vierten Monat schwangere Meghan fuhr in der gleichen Zeit in ein Luxusressort. Der Kensington-Palast in London hatte mitgeteilt, dass die schwangere Herzogin nun etwas kürzer treten werde. Harry und Meghan besuchen auf ihrer Reise auch die Fidschi-Inseln und Tonga, bevor sie zum Abschluss der Invictus Games erneut in Sydney sind. Auch ein Abstecher nach Neuseeland steht noch auf dem Programm. Am 1. November will das Paar zurück nach England fliegen.